Moin, Servus, die Sau ist zurück. Ja, sie ist endlich daheim und wir fangen an zu komplettieren. Beziehungsweise wir fangen jetzt an, sie wieder zu montieren und Neuteile anzupassen. Aber erstmal wollen wir die Sau nochmal betrachten, ne? In voller Gänze. Und die Lack, also der Klarlack, der ist einfach, also das ist einfach so geil. Jedes Mal, wenn ich hier ran vorbeigehe, denke ich mir, what the hell? Wo ist der Sticker? Wo ist die Folie hin? Sorry Christian, jetzt sieht man die Folie nicht mehr. Es tut mir sehr leid, aber es ist so geil. Also was wir bis dato gemacht haben, wir haben eigentlich außen recht wenig gemacht, weil er steht jetzt ein paar Tage schon bei uns. Wir haben uns eigentlich darum gekümmert, um das große Thema Felgen. Das war ein großes, großes Thema. Und Demontage Innenraum. Wie ihr seht, haben wir ganz viel innen demontiert. Also heißt auch hier die ganze Lüftungsgitter, die Spangen, Mitteltunnel, die ganze Front mit Radio, Klima, Bedienteil. Das war ja alles Silber und das haben wir alles demontiert und das wird jetzt hochglanzschwarz lackiert. Weil ich finde, das passt dann zu den ganzen Anbauteilen außen, weil die werden wir auch in glänzend schwarz lackieren. Wir mussten aber so oder so den ganzen Innenraum demontieren, weil wir auch noch einen Käfig verbauen. Dazu später mehr. Jetzt erstmal unsere Problematik. Also, wir haben ja 20 Zoll sind wir gefahren und ich möchte runter auf 19 Zoll, weil es einfach sportlicher ist, mehr Performance gibt. Jetzt muss man nur schicke Felgen finden. Ja. Da gibt es natürlich eine Armada von, aber ich finde, so eine Sau braucht sportlich bekannte Felgen. Und da geht der Weg am BBS nicht vorbei. So, und da gibt es ja verschiedene Designs. E28, E88 und eine, was sehr selten ist, aber auf dem RSR verbaut ist. Also die Optik ist auf dem RSR. Die E05. So, schönes Rad. Ja, schönes Rad. Richtig schönes Rad. Also ich finde, das passt auch richtig gut. Farbkombi, da sind wir noch so ein bisschen am Überlegen. Ich meine jetzt, das wäre so klassisch Rennsport. Goldener Stern, silbernes Bett. Aber erstmal die Breite. Das heißt, du musst erstmal gucken, welche Breite geben wir. Welches Innenbett, welches Außenbett, welchen Stern, damit du auf die Einpresstiefe kommst. Es gibt natürlich ein 2-Zoll-Bett, es gibt ein 2-5er-Bett und ich finde, das ist ein 2-5er-Bett, das ist ein Muss. Und drunter geht es ja gar nicht eigentlich. Dann musst du die Reifen finden. In Abstimmung. Ich möchte natürlich super gerne einen Michelin fahren. Am liebsten natürlich einen Cup 2. Aber dann musst du mal gucken, welche Reifengröße passt vorne dann auf eine 9,5er, die wir dann jetzt so aktuell gebaut haben. Und hinten wird es eine 13 oder 13,5er-Felge. Und dann passt da der 3,25er weniger mehr drauf, aber der 3,45er würde auch drauf passen. Felgen, also ist ja wirklich, das ist ein wichtiges Thema. Und du musst halt die Verfügbarkeit, wissen wir alle, diese Verfügbarkeit ist super crazy zurzeit. Und da auch ganz lieben Dank und Grüße an Thomas. Richtig cool, der supportet da megamäßig. Und sonst, wie gesagt, man muss viel ausprobieren von den Breiten, von den Sternen etc. pp. Farbe, weiß ich noch nicht. Ich habe was im Kopf. Schwarz-schwarz. Matt-schwarzer Stern, glänzendes Bett. Das ist gerade die Option. Oder auch das finde ich eine super Kombo. Also wenn man sich das jetzt sieht, farbmäßig, finde ich das auch nicht schlecht. Also es passt auch haarscharf mit einem 2,5er Bett. Eigentlich, es kann auch sein, dass wir hinterher mit Reifen auch, also ist ja nicht eingefedert jetzt, von daher. Aber es kann auch sein, dass wir mit Reifen dann hinterher sagen müssen, oh, vielleicht gehen wir doch auf ein 2 Zoll Außenbett, dass wir nur auf eine 9er kommen. Aber ich finde, das muss diese Stufe drin sein. Das muss einfach sein. Weil dann hast du auch hinten und vorne es gleich von der Optik. Jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt. Wir hatten ja vorher hier einen Clubsportbügel drin. Ein Wiechers Clubsportbügel. Mit zwei, also vier Anschraubpunkten, habe ich gesagt, wir müssen das ja irgendwie toppen.
Plan war ja schon lange da mit dem Auto, mit dem Umbau. Und den haben wir schon mal bestellt, weil aufgrund der ganzen Liefersituation habe ich gesagt, oh, wir müssen ganz, ganz, ganz zeitig einfach bestellen, blanko schon mal. Wie die Streben verlaufen, das können wir hinterher noch klären. Weil ich war noch nicht klar wegen der Haarstrebe, wegen den Seitenaufprallschutz. Deswegen, das musste ich alles nochmal überlegen, wie wir das machen. Und da haben wir ihn. Dieser Käfig, der wird jetzt verbaut. Den haben wir jetzt schon angepasst. So, auf jeden Fall, den haben wir schon mal Probe gesteckt, haben schon mal alle Abänderungen im Auto gemacht. Haben hier schon mal auch die Kanäle angepasst. Hier die Kabelkanäle quasi. Weil hier wäre er sonst im Weg gewesen, da mussten wir was wegschneiden. Hier haben wir schon die passenden Bohrungen gemacht. Wir werden auch den Teppich komplett, also Teppich, Seitenverkleidung, es wird alles erhalten bleiben. Das wird nämlich ein Clubsport, so ein erweiterter Clubsportbügel soll das sein. Ich möchte den nicht leergeräumt haben. Ich will den wirklich so weitestgehend, also Serie lassen. Das hört sich doof an, aber halt Clubsport. Weil das wird kein reines Rennfahrzeug, der wird schon mal auf dem Trackday bewegt. Ich finde, das muss einfach sein. Das ist einfach so ein wohnliches, gemütliches Gefühl. Und das möchte ich beibehalten. CAE-Shifter, der bleibt definitiv drin. Lenkrad wird natürlich noch gemacht. Armaturenbrett bleibt, wie es ist. Und so kleine Gimmicks, da sind wir noch dran. Ob wir das noch alles hinkriegen, ich bin gespannt. Also wir hatten ja vorher die Pole Position drin. Auch eine Sonderanfertigung von Recaro, die fand ich ja richtig geil mit Lime Green und so was alles. Die fliegen raus, werden ersetzt durch neue Pole Position, aber auch wieder so ein Step drüber. Ja, das wird richtig cool, designtechnisch auch mega geil. Freue ich mich mega. Also das Konzept von außen wird innen weitergeführt. So ein bisschen Spannung will ich noch beibehalten. Aber es wird wirklich schick und wirklich cool. Freue ich mich mega drauf. Und bremsentechnisch. Bremsentechnisch wollten wir eigentlich die GTR-Anlage verbauen. Die große, die geschmiedete. Aber, also die hatten wir damals für den 993. Das ist ja die Hinterachsbremse. Das ist ja die Hinterachs, also richtig sexy. Also richtig sexy. Das ist die Hinterradbremse, Hinterachsbremse. Und hier vorne haben wir dann, warte, die ist richtig Porno, ey. Wow. Guck mal, wie geil. Die ist von G2. Das hatte ich gedacht, okay, da G2 jetzt noch nicht weitergebaut wird, dann können wir sie adaptieren. Machen wir aber nicht. Machen wir nicht. Passt nämlich nicht. Wir bauen jetzt, wir werden jetzt die Originalbremse verbauen, weil ich meine, mit der Serienleistung, da passt das alles. Aber ich schaue ja schon so ein bisschen in die Zukunft. Wir wollen ja auch mehr Leistung fahren. Aber das kommt zu seiner Zeit, da warten wir noch ein bisschen drauf. Und dann werden wir auch ein Upgrade machen bei der Bremse, aber dann erst, wenn wir wissen, wie viel Leistung wir fahren. Und hier noch Porsche-Teile. Und dann kann ich schon mal eins verraten, das ist sehr, sehr geil. Wir bauen nämlich um auf Schlaufe. Türöffner natürlich mit Schlaufe. Das Band ist jetzt original Porsche, das werden wir mal gucken, dass wir das in einer anderen Farbe hinkriegen. Wobei eigentlich ist das ist ein Muss eigentlich in der Farbe. Passt jetzt nicht ganz zu dem Wein, also dunkelrot, aber eigentlich ein Muss, dass die Schlaufe rot ist. So, das ist, finde ich, ganz wichtig, dass wir bei dem Konzept auch das machen. Ja, hier sind noch Fensterdichtung drinne. So, wir wollen euch jetzt auf Stand bringen und wir machen jetzt weiter und holen euch immer wieder ab, Part für Part. Und dann seid ihr auf dem neuesten Stand und seht dann so ein bisschen die Geschichte, die Entwicklung. Meine Überlegung ist bei der ganzen Geschichte, ich kann euch nicht bei jedem Step mitnehmen. Ich glaube, das ist langweilig. Deswegen habe ich mich jetzt dazu entschlossen, immer nur so Zwischenstände euch zu zeigen, anstatt einfach nur zu sagen, tada, da ist jetzt fertig. Also ich hoffe, die Entscheidung ist cool, ihr mögt das. Dann sehen wir uns später. So, da sind wir wieder. Für euch eine Sekunde her, dass wir uns gesehen haben. Für mich sind es Tage. Aber ich habe ja gesagt, ich bringe euch jetzt so peu à peu auf den neuesten Stand, damit ihr so ein bisschen die Historie nachvollziehen könnt. Mike hat gerade noch Teile gebracht, Spiegel und ganze Zeug für die Tür zu komplettieren. Die Innenraumteile hatten wir, die waren ja silber. Und die haben wir jetzt alle in glänzend schwarz
lackiert. Ich glaube, das sieht ganz cool aus, sehr edel, weil ich will ja nicht jetzt, ja, ich hätte sie jetzt auch weinrot machen können, aber ich glaube, das wäre zu kitschig geworden. Also es wäre, ich will es ja nicht kitschig haben, ich will es irgendwie cool haben. Nicht irgendwie, sondern ich will es cool haben. Hier ist dann der Spoiler, der für die Rennstrecke, der Carbon-Spoiler, und da siehst du auch wieder, wie geil einlackiert. Das wirkt so geil, ey. Ich kann mich nicht satt dran sehen. Also ist alles noch nicht gefinished. Wenn wir komplettiert haben, dann wird es nochmal gefinished und ja, poliert. Autotechnisch haben wir auch schon ein bisschen komplettiert. Wir haben die Fensterscheiben eingebaut, haben hier schon so Kleinigkeiten komplettiert. Auch geil, ne? Oh Mann, ey, leck mich in die Tasche, ey. Also ich weiß noch, dass die, als wir es geklebt haben, eigentlich hätte man jetzt sagen können, man kann es hier rauf machen, aber ist nicht. Also es ist echt, ist genauso, wie es sein muss, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, Scheibe haben wir reingeklebt, komplettieren gerade die Tür, vorne Headlights sind drin. Also ihr merkt, peu à peu wird es, wir sind eigentlich gut in der Zeit. Ich sage bewusst eigentlich, weil wenn es nach mir geht, wären wir jetzt auch schon fertig. Aber wir warten noch auf die Felgen, wir warten auf die Reifen, wir warten auf die Sitze. Wir warten noch auf alle anderen Teile vom Lackierer. Also Mike, beweg dich. Und den Käfig. So, genau. Das heißt, dann sind wir für Bodensee gewappnet. Dann haben wir das Optikpaket. Ach, die Bremssättel brauchen wir auch noch. Und dann haben wir quasi die Optik, haben wir dann ein großes Haken dran. Das habe ich mir entschieden, also ich wusste nicht genau, was ich mit dem Lenkrad mache. Mache ich ein neues Lenkrad rein, also adaptiere ich eins von der neuen Baureihe. Aber irgendwie finde ich das nicht cool, das muss ein 997 Lenkrad sein, also aus der Baureihe. Und jetzt geht das einfach zum Sattler. Dann wird das aufgepolstert und mit Alcantara, mit einer 12 Uhr Markierung. Und ich glaube, das ist echt sexy. Am liebsten würde ich ein geschüsseltes Lenkrad nehmen, aber das kriege ich nicht eingetragen. Deswegen lassen wir das sein. Also in dem Sinne. Gleich.